Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Poland Cannon to Space. Es hat sich vieles ist, sagen wir mal so, vieles ist anders gegangen seit der, ja, seit dem letzten Versuch und wir werden mal schauen, wie es jetzt hier so läuft. Wir müssen noch Ducholakorn, dafür brauchen wir 90 administrative Macht. Wir annektieren gerade Mazovien. Und ja, läuft doch eigentlich alles ganz gut. Wir haben eine Festung in Malbork, die könnten wir eigentlich mal einstampfen auch. Ich überlege gerade auch, ob ich die abreißen sollte und nach Danzig bauen sollte. Wobei eigentlich die Festungen, die hier sind, ziemlich gut platziert sind. Ist halt das reinste Festungsland jetzt, der Deutsche Orden, seit Common Sense, glaube ich, ist das so. Ist das sehr stark geworden dadurch auch. Hat auch durch diesen, dass man Punkte verteilt und es sind alles eigentlich sehr wertvolle Provinzen, auch ohne Punkteverteilung. Dadurch hat er sich ziemlich was geholt und ich habe vergessen zu trinken in der Zwischenpause. Verdammt. Ich muss mir kurz was zu trinken einschenken und was trinken. Entschuldigt dies bitte. Ich denke, das kann ich mir mal genehmen. Und ja, wir arbeiten hier auf den Event hin, gerade eben den Commonwealth zu gründen und westlich zu werden. Das ist unser Hauptziel, währenddessen Aristokratie und Qualitätsideen zu bekommen. Für den für die das Flügelhusan-Achievement. Dann natürlich auf jeder Technologiestufe Maximales zu erreichen. Dabei wird uns auch die administrative Idee helfen. Und danach werden wir mal schauen müssen. Dann werden wir auf jeden Fall noch, würde ich gerne noch eine administrative Monarchie werden, wodurch wir wohlgemerkt stärker. Ja, wir werden dadurch stärker. Ja, nee. Dadurch kriegen wir auch ein Achievement. Ich bin mal gespannt, ob wir die schaffen alle. Wäre interessant. Oh, dieses leichte Brennen im Hals wegen der Kohlensäure. Weil ich jetzt eigentlich schon 2 Stunden durchlabere. Die ersten 45 Minuten Aufnahme konnte ich ja wegschmeißen. Einfach aus dem Grunde, weil es kacke gelaufen ist dann. Aber jetzt, dadurch, dass wir einen Nachfolger haben, behalten wir unsere Persu mit Polen und das passt schon. So. 885 bekommen wir pro Monat. Das ist gar nicht mal so schlecht. Unsere Soldaten erholen sich auch langsam. Ah, verbesserte Beziehung mit Brandenburg. Sehr gut. Das gibt 25 Diplomacht. Sollte man nie unterschätzen, dieses M mit dem verbessert unsere Beziehungen. Das ist nämlich, erstens, man hat überall gute Beziehungen, die Leute mögen einen mehr. Und zweitens, man ist einfach wirklich stärker dadurch. Also, ja, also es unterstützt dann halt in der Diplomacht, weil die Diplomacht ist wichtig für eine gute Flotte. Nennen wir es mal so. So, Osmane, ne? Du willst noch kein Bündnis mit mir haben. Eventuell mal in naher Zukunft. Ich bin ja doch mittlerweile, denke ich, ein bisschen eindrucksvoller geworden. Auch eindrucksvoller als beim ersten Mal, wo ich so auf Neumark versessen war. Ich weiß nicht warum. Aber ich denke, es war eine gute Idee, dass ich mir jetzt hier Kulmis schon meine Kernprovinz, sehr gut. Kulm, Tuchola, Danzig, Marienburg und Warmia geholt habe. Gleichzeitig, das vor allen Dingen ist, bringt die Verwestlichung voran, dass wir schneller westlich werden. Denn ganz ehrlich, als Polen und wenn wir dann der Commonwealth werden. Es wird so schnell kein großes Reich kommen, mit dem wir verwestlichen können. Weswegen wir dieses Event nehmen werden. Und hoffentlich auch bald mal in der Technologie nachkommen. Ich denke, für einen östlichen Staat sind wir nicht so sehr hinterher. Wobei Litauen ist auch schon weiter. Die haben wahrscheinlich schon 444. 443, okay. 444 ist das hellgrün. Naja, wir bekommen ja bald Militärtech. Und dadurch, dass wir Mazovien annektieren, nimmt unsere diplomatische Macht nicht so schnell zu. Ja, unser nächster Schritt wird ja sowieso sein, den Deutschen Orden zu vassalisieren danach. Die Gebiete vom Livionischen Orden würde ich mir gerne nehmen. Oh, Danzig habe ich. Okay, wir akzeptieren jetzt Preußisch. Ist ein Teil unserer Kultur. Sehr gut. Nationalismus haben wir hier noch drin für 13 Jahre. Geht. So.
So, deutscher Orden. Administrative Vorzüge. Oh, aber die Stabilität wäre eigentlich super gut und das Prestige auch. Ich nehm die administrativen Vorzüge. Wir sind sowieso in der militärischen Macht weiter voran als in der administrativen. Und bekommen jetzt gleich die nächste militärische Technologie und es hat uns wenigstens mal nach vorne gebracht, administrativen Technologie. Sehr gut. Wir haben es geschafft, alles zu coren. Unsere Mark ist auch stärker geworden. 1000 Mann mehr ist trotzdem viel. Im nächsten Krieg gegen Ungarn werden wir uns auf jeden Fall Hunyad holen. Also Hunyad. Das ist so eins meiner Ziele. So, auf die Zeppes mache ich noch einen Anspruch. Und es dann auch Moldau zu geben. Und dann will ich Moldau eigentlich als Mark. Möchte ich hier wirklich wie so einen Ring nach unten aufbauen. Einfach gegen den Osmanen, der mich vom Osmanen abschirmt. Dass die Kriege, wenn sie stattfinden, in Moldau stattfinden, die Schlachten. Und nicht bei mir in Polen. Und dadurch meine Bevölkerung die Kriegsmüdigkeit hoch. Oh, nee, schön in meiner Mark. Dafür ist es ja eine Mark. So. Ach ja, es läuft so gut. Militärtechnologie 4. Sehr schön. Sind militärtechnologisch auch wieder auf dem höchsten Stand. Ah, Einfluss auf die Kurie. Sehr gut. Livionischer Orden. Erobert Stolp. Was ist Stolp? Hört sich irgendwie... Das hier wollt ihr, dass ich erober. Aber der Kaiser würde doch garantiert gegen mich kämpfen. Ich kann mir das doch gar nicht leisten, oder? Oder etwa doch? Könnte ich es mir leisten? Ich weiß es nicht. Nee, ich kann keinen Krieg gegen Österreich. Wobei, ich würde Österreich wahrscheinlich sogar besiegen, denke ich mal. Ich kann keinen Krieg dafür riskieren. Der Rivale unseres Rivalen. Venedig über Polen. Auf geht's. Venedig, Beziehung verbessern. Österreich, du willst ja immer noch kein Bündnis mit mir, ne? Nee. Weil ich mit Böhmen auch verbündet bin. Aber ich will auch an dem böhmischen Bündnis festhalten, erstmal. Böhmen wird sozusagen mein Anker im Heiligen Römischen Reich sein, der mich da unterstützen soll. Dessen ich mich hier im Osten ausbreite und der Commonwealth werde. Ich denke ja, zum friedlichen Commonwealth brauche ich. Administrative Technologie höher als 10. Genau. Und jetzt haben wir auch. Jetzt müssen wir auch die administrative Technologie auf 10 bekommen. Jetzt haben wir Mazovia annektiert. Sehr gut. Und verlegen die Hauptstadt nach Warschau. Es kostet zwar was, aber seht euch das an. Grundsteuer, Basismannstärke und Prestige. Wunderbar, wunderbar. Wunderbar. Sehr gut. Und die Beziehung mit Venedig wird verbessert. Serbien. Ja, das wird auf dem die Osmanen werden auf dem Vorschlag sein. Früher haben ja der polnisch-litauische Commonwealth hat es her vom Heiligen Römischen Reich angeführt. Also zusammen sind die gekommen und haben vor Wien dann die Schlacht gewonnen gegen die Osmanen. Sonst hätten die Osmanen Wien eingenommen. Und es war da sehr hart dort. Aber dazu vielleicht ein andermal etwas. Wenn ihr es wissen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Oh, Flüchtlinge aus Byzanz, mein Herr. Byzanz ist an die Sarazenen gefallen. Die letzte Bastion des Römischen Reichs. Die Stadt von Konstantin ist nun in türkischen Händen. Während sich das Christentum von diesem Schock erholt, strömen Flüchtlinge aus Byzanz zu den Städten und Höfen Europas und bringen Manuskripte klassischen Wissens von Aristoteles, Plato und Galen mit. Oh, sowie ein gründliches Verständnis von Latein und Griechisch. Wenn wir diese Flüchtlinge nach Polen einladen könnten, wird sowohl unsere Kultur als auch unsere Forschung stärken. Ja, auf geht's. Technologiekosten verringert, sehe ich immer gern. Das heißt, wir werden bald in der Diplo aufsteigen. Wie lange ist das jetzt hier? Einwanderer aus Byzanz. 30 Jahre lang. Technologiekosten minus 10%. Das ist geil. Das ist richtig gut. Das bedeutet, dass wir dann sogar schon westlich sind und dann 10% schneller. Das gibt uns dann nochmal einen Vorsprung wieder. Also hilft uns wieder besser auf die Beine zu kommen, weil wir halt als östlich liegst du irgendwie immer ein bisschen zurück. Vor allen Dingen, wenn du keinen Wehrpunkt wählen kannst. Ohne Art of War. Ja, nur gut. Könnten die Inflation senken, aber das macht der Kerl eigentlich ganz gut und wir verdienen genug Geld. Also sehe ich momentan noch keinen Grund dazu.
Beziehung mit Venedig wird verbessert. Mal schauen, wie sieht denn die Beziehung zu Litauen aus? Die könnten wir mal wieder pushen. Beziehung zu Oh, Heilig ausgerufen. Jawohl, und Stabilität. Sehr gut. Und die Beziehung zu Böhmen können wir mal wieder verbessern. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, ich hoffe, ich bekomme auch bald. Ich glaube, dazu muss der Waffenstillstand hier enden, ne? Die Mission, dass wir den deutschen Orden vassalisieren sollen, würde ich nämlich gerne mal tun. Vor allem, wie ich so sag, und wir, unsere Manpower hat sich langsam wiederholt und steigt wieder. Ist doch schön. Ist doch schön. Und jetzt können wir in der Diplo-Technologie aufsteigen. Sehr gut. Und keine Sorge, ich bin nicht asynchron. Ich habe es bloß gesehen, als es hier runterkam. War es mir klar mit der Diplo macht, dass es das Einzigste sein kann, was es ist. Jawohl. Ja, wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen friedlich hier umgehen. Gegen den deutschen Orden vorgehen, dann gegen die Vionischen Orden. Und von da aus werden wir uns mal anschauen, wie wir weitergehen. Gegen Ungarn auf jeden Fall und gegen Brandenburg, also im Norden des Reichs, werden wir vorgehen. Solange wir unser Bündnis mit Böhmen halten und hier so groß sind, sollten wir eigentlich in der Lage sein, gut gegen Österreich was auszurichten. Besänftigt die Ottomanen. Oder Oberzeppes. Ungarn, du bist verbündet mit Österreich und Österreich würde dir wahrscheinlich auch noch helfen. Moment, erstmal den Diplomat zurückkommen lassen. Ja, nee, ich möchte noch keinen. Besänftigt die Ottomanen. Wenn ich hier Beziehungsverbesserung mache. Nur um 30, das heißt, es bringt mir auch nichts. Schafft eine richtige Flotte. Wie viele Schiffe kann ich dann haben? Brechen wir das mal ein bisschen ab. Aber es stimmt schon, wir könnten uns mal ein paar Galeeren bauen schon mal. Schön 6 Stück. Ah, es haben wir 9. Wir haben das Geld dafür. Da können wir auch im Mittelmeer ein bisschen kämpfen. Im Mittelmeer ein bisschen. In der Ostsee meine ich natürlich nicht im Mittelmeer. Alter, bin ich gerade eben doof. Sehr gut, wir haben es geschafft, einigermaßen aufzuholen, was die Technologie angeht. In Danzig haben wir noch 11,50 Nationalismus. Und wir können unser Geld ausgeben. Das ist doch das Schönste eigentlich. Geld ausgeben. Das ist 11,60, das ist geil. Krakau plus 7,30, das ist gut. Aber ansonsten sind es alle nichts so Besonderes. Wie sieht es denn aus mit der Besteuerung? Boah, ich erinnere mich noch an uns am Anfang, wo ich ja so schön alles ausgebaut habe, weil hier 0,20er Dinger sind. Ja, ein paar Pech gehabt, hatte ich da. Hat mir das dann Böhmen weggenommen. Das wird Böhmen diesmal nicht machen. Böhmen mag mich. Wir sind keine Rivalen. Und ja. So, jetzt steigern wir mal unsere Einnahmen, würde ich sagen. Und einer unserer Berater ist gestorben. Der arme Kerl. Naja, Spionageoffensive geht auch. Offensive geht auch. Oh, ich könnte missionieren. Das ist natürlich hervorragend. Wo ist denn das jetzt? In Bremse. Da bewegst du dich mal drauf, um zu verändern, dass da eine Revolte entstehen kann. Ja, ich lasse meine Hauptstadt ungeschützt. Ich sehe es. So. Beziehung mit Böhmen reicht. Bisschen wir mal die Beziehung mit Moldau auch noch ein bisschen. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Mark, die Unabhängigkeit haben will. Die polnische Erbschaft von Masowien. Das Herzogtum Masowien wurde lange Zeit von einer Piastendynastie beherrscht, die aufgrund der Macht Polens zumeist die Ratschläge der polnischen Außenpolitik befolgte. 1525, wir haben 100 Jahre fast vorher das annektiert, naja, sagen wir ungefähr 70 bis 80. 1525 starb der letzte Piastenherrscher und Masowien erbte die polnische Krone. Okay, die haben sie geerbt, Ich habe das einfach verhindert, dieses Event, sagen wir so. Was genau damit geschehen sollte, war unklar, doch letztendlich wurde es königliches Lehen. Später sollte die polnische Hauptstadt im verschlafenen Städtchen Warschau platziert werden. Macht es zum königlichen Lehen. 2 Grundsteuern Warschau.
Wunderbar. Die Doktrin des Partikulargerichts. Wenn wir sterben, richtet Gott unmittelbar über uns und entscheidet das Schicksal einer Seele bis zum jüngsten Gericht. Ein Mönch hat eine Debatte begonnen, die fast schon Ketzerei ist und behauptet, dass es kein Fegefeuer gibt und Gebete für die Toten nicht ihrer Reise in den Himmel helfen. Diese Debatte bedroht die Einheit unserer Kirche. Ja, okay. Du meinst, ich klicke einfach mal an. Was haben wir für eine Mission? Der Rival unseres Rivalen. Auf geht's. Überall gute Beziehungen zu haben ist doch gar nicht mal so schlecht. Vor allem bei drei Diplomaten. Wie schon gesagt, ich spiele halt ein bisschen ruhiger. Wir haben mit unseren Events, die wir hier schaffen wollen, als Achievements, müssen wir gar nicht größer werden. Aber natürlich werde ich kämpfen und größer werden. Und Russland besiegen. Um dann Russland selbst zu, wenn es geht, zu ersetzen. Aber dazu brauche ich erstmal den Commonwealth. Und dann könnten wir uns eigentlich schön in den Osten ausbreiten als westliche Nation. Unser General ist tot, aber solange Krieg herrscht, brauchen wir. Kein Krieg herrscht, brauchen wir keinen General. Ah, es klappt doch, klappt doch, klappt doch. Wir könnten es uns eigentlich rein aus technischen Gründen könnten wir uns leisten, ne? Eine Festung in Warschau auch noch zu bauen. 0,28 in Krakau. Oh, auf geht's. Bauen wir es dahin. So. So. Ich sollte mir auch mal Ansprüche holen. Fällt mir gerade eben auf. Ich bin ja komplett bescheuert gerade eben. Ich brauche einen Anspruch auf Königsberg. Denn unser Waffenstillstand mit dem Deutschen Orden hört ja irgendwann auch mal auf, ne? 1466 in 5 Jahren. Und bis dahin sollten wir auf alles einen Anspruch haben. Oh, die Iberische Hochzeit. Das heißt, wir haben eine Personalunion zwischen Kastilien und Aragon. Heißt, wir werden ein starkes Spanien bekommen. Neptun und ich haben gestern ein Spiel gehabt. Da hat Aragon einfach mal hier dieses Gebiet von Kastilien gefressen. Also war doppelt so groß wie Kastilien danach. Und dann Kastilien denkt sich so, nö, sehe ich nicht ein. Und hat die Iberische Hochzeit gemacht. Und dann ist Aragon, naja, unter der Union, unter den kleinen Kastilien gekommen. Fast schon so wie hier das kleine Polen das große Litauen an sich bindet. Eine imperiale Reform. Ja, die lieben ihren Kaiser. Vor allen Dingen, der Kaiser ist groß und stark. Naja, unsere Manpower hat sich echt gut erholt. Aber einen Krieg gegen Ungarn sollten wir momentan nicht riskieren. Solange wir nicht müssen, wohlgemerkt. Solange wir nicht müssen, brauchen wir keinen Krieg. Ich möchte auf jeden Fall gerne den Deutschen Orden. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier gegen Pommern ziehen würde, ne? Rein aus der Theorie. Würde Pommern den auch Österreich mit reinrufen und das wäre für uns nicht gut. Genau das wollte ich ausdrücken. Robert Zeppes konvertiert Belz zu katholisch. Da werden wir noch ein bisschen warten müssen. Oh, die Erobern von Königsberg, sehr schön. Dann geht es weiter an Anspruch auf Memel. Denn wenn wir sie dann nicht vassalisieren sollen, können wir uns auch gleich den gesamten Deutschen Orden nehmen. Und das werde ich dann auch tun. Komm an. Naja, die wollen sich Neumark nehmen, das ist klar. Aber die kriegen von mir kein Durchmarschrecht. Müssen sich auch gemobbt fühlen von mir. Sind stärker als ihr Feind, bekommen aber kein Durchmarschrecht, um ihren Feind platt zu machen. Wie schon gesagt, ich denke, die haben sich einen Anspruch auf Neumark geholt und wollen sie einfach Neumark holen. So, jetzt müssen wir aber aufpassen, wenn wir dann Litau Memel einnimmt. Zum Beispiel möchte es gerne Memel haben, weil es sich da einen Anspruch drauf geholt hat. Nö, Lüneburg, du bekommst auch keinen Durchmarsch. Oder wir machen, er schafft eine richtige Flotte. Machen wir das halt einfach mal. Da bekommen wir niedrigere Schiffskosten. Süß. Würde ich sagen, setzen wir auch gleich mal alles dran, um nochmal 3 Galleonen zu bauen. So. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Europa. Das heißt, wir Poland Cannon to Space. Es läuft doch viel besser als letztes Mal, oder?
Schreibt mir in die Kommentare, was ihr so denkt, was eure Meinungen sind zu Strategien, etc. Schön in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Wenn ja, gebt mir doch mal einen Daumen nach oben. Danke. Tschüss.